Generell wird es heute ein sehr entspannter, sehr gemütlicher Tag. Und zwar haben wir jetzt hier auch einen Spiegel. Richtig cool. So, ich habe mich jetzt in Sportsachen umgezogen. Ohne Witz, es schmeckt halt echt wie Fischstäbchen. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich finde es irgendwie so ungewohnt, mit Brille zu filmen. Ich habe sonst immer Kontaktlinsen drin, aber ja, heute habe ich jetzt mal die Brille aufgelassen. Ich schaue vielleicht noch etwas müde aus. Wir haben nämlich heute Dienstag und heute ist Feiertag und gestern war Halloween und ich war feiern. Deswegen war das heute früh ein ganz ruhiger Morgen. Also ich habe lang ausgeschlafen, habe mein Zimmer aufgeräumt, wir haben die Wohnung aufgeräumt, weil wir haben gestern ein paar Freunde eingeladen in der WG und haben bei uns zusammen gegessen. Also ich habe Wraps gemacht und dann haben wir vorgetrunken und sind dann feiern gegangen. Es war echt ein richtig schöner Abend. Ich hatte bloß über den Tag etwas Panik, weil ich einfach kein Kostüm hatte oder mich darum halt gar nicht gekümmert habe. Und dann dachte ich so, easy, ich gehe einfach an dem Tag so nochmal irgendwie in Nanunana oder so und kaufe mir so ein Haarreif mit so Teufelhörnern oder irgendwie sowas. Aber es war einfach, also es gab nirgendwo mehr was. Es war überall schon so Weihnachtsdeko und keine Ahnung, aber nicht was mit Halloween zu tun hatte. Also ich hätte als Rentier gehen können, aber ja, das wollte ich dann auch nicht. Das heißt, wir haben uns dann alle, ich habe dann nur so Fake-Blut noch gekauft und dann haben wir uns alle irgendwie so eine Narbe ins Gesicht gemalt. Generell, ich war auch am Freitag feiern, also irgendwie dieses Wochenende war so voll das Feierwochenende, aber jetzt reicht's auch. Also ich mag es richtig gern, mal feiern zu gehen und auch zu tanzen und so. Aber so eine krasse Partymaus bin ich dann auch nicht, dass ich das jeden zweiten Tag brauche. Dementsprechend habe ich natürlich die letzten paar Tage überhaupt nichts für die Uni gemacht. Deswegen habe ich mich jetzt mal hergesetzt und habe mir mal eine Liste geschrieben, was ich so alles erledigen muss. Nutze heute einfach den Tag, um ein paar Sachen zu erledigen. Und heute Abend will ich vielleicht noch zum Sport gehen. Aber generell wird es heute ein sehr entspannter, sehr gemütlicher Tag. Lass einfach langsam angehen, weil morgen habe ich dann wieder um 8 Uhr eine Vorlesung. Und dafür möchte ich auch fit sein. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ob bei euch Halloween so ein Ding ist. Also, ich bin früher so als Kind von Tür zu Tür gelaufen. Aber dann war so eine Zeit, da habe ich dann gar nichts an Halloween gemacht. Und ja, jetzt die letzten Jahre bin ich, was heißt die letzten Jahre? Also die letzten 2 Jahre bin ich nicht feiern gegangen. Aber die Jahre davor, nee, nur ein Jahr davor bin ich feiern gegangen. Davor ging das ja gar nicht, da war ich dann noch zu jung. Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen Laptop-Zeugs widmen, muss ein bisschen was für Social Media machen und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich noch eine Vorlesung nachbereiten will. So, ich habe mir jetzt gerade was zu essen geholt und zwar habe ich mir Tacos gemacht. Schaut jetzt nicht so ästhetisch lecker aus, weil die sind mir 10.000 Mal umgefallen, aber ich habe da einfach die Reste von gestern verbraucht und ich habe noch Tacos vorsichtshalber gekauft, falls noch irgendjemand Hunger hat, aber ja. Alle waren satt, deswegen habe ich jetzt noch Tacos und genau, das werde ich jetzt essen. Ich habe schon ein paar Sachen erledigen können. Ja, wir haben jetzt 3:15 und draußen ist es echt so dunkel schon. Also mit der Zeitumstellung komme ich irgendwie noch nicht so richtig klar. Aber ja, ich werde jetzt erstmal essen und danach werde ich mit der Miriam telefonieren. Also die davor hier gewohnt hat, die ist jetzt für ein halbes Jahr im Auslandssemester und genau, wir wollen uns einfach mal wieder updaten. So, ich habe mich jetzt in Sportsachen umgezogen. Ich gehe wirklich zum Sport. Ich bin richtig stolz, dass ich mich noch aufraffen kann. Aber ich habe tatsächlich jetzt richtig Lust, mich nochmal zu bewegen. Genau, ich habe heute meine kurze Gymshark-Hose an. Dann den passenden Sport-BH drunter und noch ein weißes T-Shirt drüber. Und dann wieder die Nike-Socken. Ich fand, letztes Mal hat ja jemand kommentiert, dass sie die Sachen von Gymshark gar nicht so gut fand. Voll krass, weil also ich habe jetzt noch nicht so viele andere Sportmarken ausprobiert, aber ich hatte zum Beispiel einmal Oceans Apart. Das fand ich richtig schlecht. Also die Hosen haben bei mir immer runtergerutscht und so. Und ich finde, das ist so das Schlimmste, wenn man die ganze Zeit die Sachen so hochziehen muss. Genau, mit Gymshark bin ich eigentlich immer
ziemlich zufrieden. Aber ja, ich kann auch mal gerne irgendwie andere Sportklamotten noch testen und so. Also da bin ich auf jeden Fall sehr offen. Aber genau, ich packe jetzt noch meine Tasche. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, es ist schon so dunkel. Es ist richtig ungewohnt, dass so schnell die Sonne untergeht. Aber das muss ich euch jetzt zeigen. Ich finde das so cool. Ich gehe jetzt mal in unseren Eingangsbereich. Übrigens ist das Licht hier so schrecklich. Und zwar haben wir jetzt hier auch einen Spiegel. Richtig cool. Wir müssen nicht nur noch mal putzen. Also ja, aber wir haben jetzt mal eine Lichterkette drüber gehangen. Und wir wollen ja noch aufhängen. Also so ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Aber ich dachte mir schon mal die ganze Zeit so, es wäre so nice, wenn wir einen Spiegel irgendwie noch im Eingangsbereich hätten. Und die Annika ist dann gestern nach Hause gekommen, hat gemeint, sie hat einen Spiegel in einer zu verschenken Box gefunden. Oder der stand halt da. Und wir haben den einfach kostenlos bekommen. Wie nice einfach. Ja, hier unten ist zwar so eine Ecke abgeschlagen, aber ich finde, das fällt sonst nicht auf. Also dafür, dass er kostenlos war, kann man sich echt nicht beschweren. Wir wollen jetzt morgen oder so mal einen Nagel noch besorgen. Und dann machen wir den an der Wand fest. Aber sonst richtig, richtig nice. Dann kann man nochmal so sein Outfit checken, bevor man rausgeht, weil das hat mir immer gefehlt. Ich bin dann meistens nochmal so den ganzen Weg in mein Zimmer gelaufen und habe nochmal mein Outfit gecheckt. Aber ja, richtig, richtig cool. Ja, ich werde heute übrigens Beine trainieren. Eigentlich, warum ist das Licht hier jetzt so rot? Ja, keine Ahnung. Eigentlich wäre heute Cardio und Bauch dran, aber ich habe heute früh schon meine Haare gewaschen und wenn ich jetzt Cardio machen würde, dann müsste ich auf jeden Fall nochmal meine Haare waschen und da, ja, das will ich jetzt nicht, deswegen skippe ich das jetzt und mache ein Beinworkout. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich hatte heute früh um 8 Uhr eine Vorlesung und dann dachte ich heute, dass ich mal gleich noch in die Bib gehe, anstatt wieder nach Hause zu gehen. Ich wollte noch ein paar Sachen nachbereiten und nochmal so durchgehen und zu Hause lasse ich mich dann doch öfter mal ablenken und deswegen, genau, bin ich heute mal in die Bib gegangen und es war echt ganz gut, aber ich finde schon noch ein bisschen ungewohnt so. Vor allem habe ich meine Sachen so in das Schließfach so eingesperrt. Und dann bin ich wieder raus und wusste dann nicht mehr, welches Schließfach mir gehört. Und ich war echt schon so lange nicht mehr in der Bib. Deswegen wusste ich halt nicht, dass man auch die Karte an so einen Automaten hinhalten kann. Und der zeigt dir dann an, ja, bei dem Schließfach, ja, also das Schließfach gehört dir. Und ich stand wirklich da und habe so jedes Schließfach so versucht zu öffnen. Richtig dumm. Aber was sollte ich machen? Also ich wusste es halt nicht. Und dann hat mir zum Glück jemand geholfen und hat gemeint so, ja, da gibt es ja einen Automaten. Und ich denke mir so, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich im 7. Semester bin, so, ja. Auf jeden Fall beim Rückweg bin ich jetzt noch in Rossmann gegangen. Und ich bin hauptsächlich eigentlich reingegangen, um Batterien zu kaufen, weil meine Lichterketten langsam ausgehen. Und deswegen habe ich mal so ein XXL-Pack Batterien gekauft. Da bin ich jetzt dann erstmal versorgt. Dann habe ich aber noch eine Kerze mitgenommen, weil jetzt ja wirklich die Kerzenzeit beginnt. Da habe ich mal eine neue gebraucht. Und dann, sehr spannend, wirklich, es wird euch jetzt alle interessieren, habe ich WC-Reiniger, WC-Frische mitgenommen. Da gab es so ein Angebot. Also die war erstens günstiger und zweitens hat man dann noch eins umsonst bekommen. Deswegen habe ich mal zugeschlagen. Was jetzt vielleicht dann noch ein bisschen interessanter ist, sind Riegel. Ich habe mal ein paar Riegel gekauft, einfach, dass ich die mit zur Uni nehmen kann, mit zur Vorlesung und dann irgendwie mal zwischendurch was snacken kann. Da habe ich einmal eigentlich meinen Lieblingsriegel wieder mitgenommen von Foodloose. Genau, den finde ich richtig gut mit Mandeln, Äpfeln, Pflaume und Zimt. Große Empfehlung. Und dann habe ich noch zwei neue mitgenommen. Die eine Marke kenne ich gar nicht. Oder doch? Hä, haben die Verpackung verändert? Ich habe die gar nicht erkannt. Ist nicht New Cow von The New Company?
muss ich dann auf jeden Fall mal googeln. Also ich habe die auf jeden Fall nicht wiedererkannt. Aber da habe ich den Riegel mitgenommen, weil die Verpackung hat mich echt angesprochen. Also falls sie das geändert haben, dann guter Job. Also ich habe den mitgenommen in Creamy Hazelnut. Und dann habe ich noch von Food Clues, da haben die nochmal so neue Sachen rausgebracht. Und zwar solche, also das sind so zwei Stück drin. Genau, Peanut Butter Bites. Und das hört sich so geil an, das möchte ich jetzt einmal probieren. Genau, das sind so wie Kekse oder so, bloß weicher. Mhm. Mhm. Also wenn ihr Peanut Butter mögt, dann mögt ihr das bestimmt auch. Aber es ist auf jeden Fall nicht so süß, was ich aber eigentlich ganz gut finde. Und da drin ist dann die Füllung. Hm. Richtig gut. Ich werde jetzt erstmal was kochen. Und dann habe ich um 2 später nochmal ein Seminar. Genau. Aber ich habe jetzt erstmal richtig Hunger. Deswegen werde ich mir eine Kleinigkeit kochen. Ich dachte, vielleicht auch einen Salat oder so. Genau, ich habe ja mal diese Fischstäbchen gekauft. Und da könnte ich ja irgendwie so noch 3 oder 4 Stück dazu machen. Genau. Ich glaube, das werde ich mir jetzt machen. Und heute Abend habe ich Burger geplant. Deswegen will ich jetzt eigentlich nicht allzu viel essen, weil ich da auch so Burger-Patties gekauft habe, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Ja, aber jetzt mache ich erstmal das. Weil bis abends halte ich es garantiert nicht mehr durch. Also vom ersten Eindruck schauen die wirklich aus wie richtige Fischstäbchen. So krass. Bin dann auf jeden Fall gespannt, wie es schmeckt. Aber bis jetzt... Ja, schaut echt gut aus. Und hier ist noch der Salat. Also ich habe alles Mögliche einfach reingeworfen, was ich jetzt noch da hatte. So, jetzt gibt es den Geschmackstest. Ich habe die jetzt mal auf einen Extrateller noch gelegt. Ich bin richtig gespannt. Also außen ist auf jeden Fall schon mal richtig kross, was ja schon mal gut ist. Hä? Ohne Witz. Es schmeckt halt echt wie Fischstäbchen. Also Es schmeckt so ein bisschen nach Fischstäbchen. Man schmeckt diesen fischigen Geschmack raus, wo ich mir denke, wie macht man das? Und so im Nachgeschmack schmeckt man aber dann, dass es nicht echte Fischstäbchen sind. Aber so mit dem ersten Biss denkt man wirklich, man isst jetzt einfach ein Fischstäbchen. Krass. Also da frage ich mich halt wirklich, wie funktioniert sowas? Und ja. Da man weiß, dass in Fischstäbchen ja eh nur Müll drin ist, ist ja eigentlich eh besser, wenn man so die vegetarische Variante isst. Wenn ich jetzt dazu irgendwie noch Remoulade oder so essen würde, was ich normalerweise mache, aber ich habe leider keine da gerade, dann würde ich da keinen Unterschied schmecken. Echt verrückt. Vom Seminar heimgekommen und ich bin so müde. Ich bin heute irgendwie so unmotiviert. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe auch gerade schon mit der Veronika geschrieben und sie auch so, sie ist heute so müde, als hätte sie irgendwie, keine Ahnung, als würde sie voll neben ihr, als würde sie voll neben sich stehen. So. Deutsch kann ich auch nicht mehr reden. Ich war noch schnell in der Stadtgalerie und habe mir noch eine neue Wintermütze gekauft. Die fand ich richtig schön. Ich habe schon vor 1-2 Monaten haben die da schon so voll viele Mützen hängen gehabt. Und ich fand die so schön, also in zig Farben. Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Also ich hätte am liebsten alle mitgenommen. Aber ich habe mich jetzt für diese lilane entschieden. Weiß irgendwie gar nicht. Ich würde am liebsten gerade schlafen. Aber ich glaube, ich mache mir einfach noch einen Kaffee. Weil ich habe mir vorher einen Kaffee gemacht. Habt ihr ja gesehen, aber... Ich habe den irgendwie nicht ganz geschafft zu trinken, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte. War irgendwie voll dumm, dass ich mir da einen Kaffee gemacht habe. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich heute noch ein paar Sachen erledigen. Ich versuche jetzt einfach bis 18 Uhr noch ein paar Sachen zu machen. Ich wollte noch ein bisschen mein Video schneiden, dass das auf jeden Fall mal online kommt. Dann mal schauen, ob ich heute noch was für die Uni mache oder ob ich das dann morgen mache. Und dafür heute noch ein paar Sachen für Social Media einfach abhake, weil eigentlich für Uni... Zeug kann ich mich am besten so früh motivieren, aber mal schauen. Ach, eigentlich dachte ich so, mit der Zeitumstellung
kriege ich wieder meinen Schlafrhythmus so hin. Aber war halt dumm von, also an Halloween natürlich feiern zu gehen, weil da war dann der Schlafrhythmus wieder völlig durcheinander. Da hat die Zeitumstellung gar nichts gebracht. Aber ja, ich muss dem, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Und ich bin einfach keine Frühaufsteherin. Also ich mag das zwar, ich mag das, wenn ich so früh aufstehe und wach bin, aber ich bin einfach nicht gut da drin. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich mag das so früh gleich produktiv zu sein und so. Und wenn ich dann auch aufwache und das Gefühl habe, ich bin ausgeschlafen und so, dann liebe ich das. Aber so auf Zwang aufzustehen und halt nicht ausgeschlafen zu sein, das hasse ich.